Tanks füllen sich ganz langsam. Oh, stimmt. Eine Sache, die ich auch noch ändern wollte. Mach mal ganz kurz Stopp. Und nehme das bessere Refinern. Dafür bräuchten wir allerdings Wasser, sehe ich gerade. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Du komm bitte da hoch. Baurohre. Warum laufen die Hunde da lang? Also es hat was, quasi nicht allein in der Basis zu sein und auch ein paar freundliche Gesichter, naja, lebende Dinge in der Basis zu haben, die einen nicht töten wollen. Auch wenn die irgendwie zu viele Beine haben. Aber es ist auch ein wenig irritierend, wenn die inzwischen der Kabellage rumtrollen und so. Du. Da. Wir brauchen wieder mehr Rohre. Wir haben kein Eisen. Okay, erstmal einen Sacken an Ressourcen, dann kümmere ich mich darum, dass alle hier umgestellt werden auf die effektivere Refinery Art. Da wäre ein bisschen Eisen, das will ich aber nicht klauen. So, gib mir genug Eisen. Oh, sind alle hier am Panisch hin und her laufen. Oh. Ich höre Angriffgeräusche, aber ich sehe keine Meldung. Isst du die Bäume auf? Ich bin sehr irritiert. Weh, die werden irgendwann aggro. Es gibt ja die Knochen. Vielleicht muss ich die mit den Knochen füttern und wenn ich das nicht mache, dann greifen sie mich irgendwann an. Das könnte echt noch interessant werden. So. Die restlichen verteilen wir hier auch mal. So und so. Genau, ich wollte noch ein paar davon. Eine einsam stehende MK5-Pumpe. Achso, ja, wegen der Lava. Ja, es ist jetzt halt weg, soll's. Und das müsste ich von hinten aufdröseln. Nicht jetzt, nee. Da ist auch noch ein voller Tank. Und hier können wir auch noch ganz viele Lava-Dinger hinspeisen. Ja, gucken wir mal. Hier wollte ich jetzt zuerst rangehen. Also wir brauchen Wasser. Also warte. Du musst da doch weg. Du musst dann erst da hoch. Dann so. Du gehst. Nee, das geht gar nicht. Mist. Nee. So. So, okay. So, du arbeitest schon mal. Das ist gut. Du nimmst das da weg. Ja, hier wird's einfacher. Hier stellen wir dich jetzt einfach um. Geh auf effektiveres Ding. Dann nimmst du. Da ein Rohr, da ein Rohr. Du nimmst da ein Rohr, da ein Rohr. Ist das weg, das weg. Das Brackwasser müssen wir kurz anderweitig regeln. So, müsste noch alles verbunden sein, ne? Da, 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 ja. Du da nach da, du wirst auch so. Und arbeitest schon. Gut, du brauchst nur noch Wasser. Das schnappst du dir hier. So, jetzt müssten alle drei sowohl mit Wasser als auch mit Öl versorgt sein und effektiver arbeiten. Was primär heißt, dass sie... Oh Gott. Hör auf zu arbeiten. Was primär heißt, dass sie weniger Heavy Oil herstellt, wovon wir gerade nichts mehr haben. Das sollten wir also lassen. Die hier vielleicht dann auch kurzfristig deaktivieren.
Und die Module. Wo sind die Module hin? Ja, ist ja auch gemein. So. Damit sich jetzt mehr Heavy Oil ansammelt. Ja, nicht darum, nicht darum, darum. So, die sind jetzt am Arbeiten, produzieren alle. Ja, wesentlich weniger Heavy Oil. Aber da fällt auch mehr Leichtöl und das heißt, wir brauchen diese Umwandlung gar nicht mehr. Lass sie aber trotzdem mal stehen, falls es später zu Engpässen kommt. Das ist okay. So, mehr Pumpjacks. Pumpjacks, Pumpjack, Pumpjack. Ich will da keine Probleme mehr haben. Das soll jetzt später so sein, dass wir dann zig Felder haben, die nur 0,1 jeweils produzieren. Und das reicht dann zur Abdeckung. Und die einer Rohre reichen hier immer noch vollkommen. Gut. Hau den da hin. Was? Ein Hund wurde vernichtet da? Die brauchen echt Knochen, hm? Ja, tut mir leid, Jungs. Da habe ich gerade keine Zeit für. Das werden die nicht gerne hören. Ja, gut. Gib mir mal... Wo sind die Fabriken? Da ist eine Fabrik. Hier, du stehst jetzt bitte her, oh Gott. Knochen oder Chitin suche ich. Claybrick, ne. Bones, Charcoal. Was? Ich hätte gerne Medium weiter. Da. Da sollen wir jetzt Medium weiter reinschmeißen. Ich hätte gerne eine Gib mir Kiste. Gib mir mal ein paar mehr davon. Das da, das da. Ich brauche mehr Abstand. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das da reintun soll. Aber ich denke mal, da werden die Knochen verteilt. Wo war das jetzt? Hier. Medium weiter. Okay. Ich hätte gerne Leichen. Hier ist keine Roboterabdeckung. Mist. Roboport? Fehlt Plastik und Stahl. Na gut, komm mit. Dann stellen wir die Knochen halt oben her. Erstmal müssen wir aus den ganzen Kisten, die bei den Item-Dingern waren, Provider-Chests machen. So. So, dann brauchen wir hier auch ordentliche Stromversorgung. So und so. Gut. Ist jetzt nicht am Roboternetzwerk angeschlossen, aber kommt später alles. Das müssen wir also bei allen Item-Kollektoren machen. Dann hatten wir hier noch ein recht... Ne, hier haben wir die Schneise. Die Schneise geschlagen. Das war nicht das Problem. Im Westen hatten wir noch recht große Vorräte. Und da müssten wir dann die Kiste hinpacken und dann die Fabriken aufbauen. Genau hier. Du... Ah, du hast eine große Kiste draus gemacht. Gib mir... Ja, da. So, Krams. Jetzt hätte ich gerne irgendwo hier innerhalb der Roboterabdeckung. Eigentlich ist es ziemlich egal wo, aber da wir hier eh gerade recht viel Platz haben, baue ich das jetzt mal hier hin. Und zwar brauchen wir für jede Leiche einen extra Ablauf. Fangen wir mal hier an. Du hättest gerne Leichen. Oh, Kiste ist fertig. Und es gibt extra Large. Nee. Lass mal. Aber was ich gerade sehe, wir haben es wieder 8 Uhr, noch was. Das heißt, wir sollten jetzt gleich wieder losziehen.
bevor ich es wieder verdüdel und dann wieder um Mittag, Nachmittag losfahre. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in die Edelsteinverarbeitung, damit wir das auch hinter uns haben. Research. So, du hättest gerne Leichen. Big Biter, Medium Biter. Und davon hättest du gerne 100 Stück. Die tust du da rein und du machst daraus was auch immer und das kommt dann in... Machen wir ruhig mal aktive Kisten draus, weil ich weiß nicht, wie viele Produkte dabei rauskommen. Und du stellst bitte her... Da. Medium Biter. So. Da ich nicht weiß, wie lange die Roboter jetzt brauchen, schnappe ich mir doch welche von hier hinten und hau die da rein. Ja, vor allem, weil es auch im gelben Bereich ist und nicht im orangenen. Okay, das wird schon mal gar nichts. Gib mir Medium Biter, Big Biter, Small Biter. So. Medium Biter, da. Und Wasser. Es. Warum? Es hätte so einfach sein können. Jetzt kriege ich da kein Wasser hin, oder wie? Nö. Doch, warte. So. Wer hätte auch gelacht. Bau das da, bau schon wieder Untergrundpipes, bau die da wieder. So. Na komm schon. So. Dann ein... Achso, ich hätte einfach von da eine Abzweigung machen können. Okay, ich schmeiß jetzt kochendes Wasser zu dem Dingens da. Ich hoffe mal, das hat keinen Einfluss darauf. Bisschen weiter nach da noch eigentlich. Na gut, gucken wir mal. Bis da, dann sind wieder Rohre aus. Das sieht wieder nicht so schön aus. Da, da, da. Da raus. Dahin. Knick. Knick. So. Das dauert eine ganze Ecke. Mach's schneller. Wir kriegen jetzt Knochen und Chitin. So, ich schnapp mir mal ein paar Knochen. Und guck mal, was man damit so anfangen kann. Kann sie ihm nicht geben. Kann auch nicht links mit ihm anklicken. Ich habe da jetzt einen Knochen hingeschmissen. Wo ist ein komischer Hund? Ach doch, er hat ja auch aufgehoben. Das heißt, wir müssen jetzt taktisch Knochen auf dem Boden verteilen, damit der Hund hier einsammelt. Das ist doch ein wenig lästig. So, und wir haben Chitin. Chitin können wir nutzen für Mauerbau. Da, 25 Stück. Hat aber mal eben auch 10 mal so viele Lebenspunkte wie eine normale Mauer. So, eine Supermauer bitte. Ja, gut. Und das Ganze hätte ich jetzt nochmal ganz gerne für die größeren Biter. Das heißt... Achso, ich habe es übrigens schon wieder verdüdelt rauszugehen. Das ist nicht absichtlich. Das ist wirklich nicht absichtlich. Es ist nur so viel zu tun. So, du. Blaue Kiste. Lila Kiste fehlt. So, lila Kiste. Ärmchen, Ärmchen. Du mach mal die kleinen, davon müssten wir mit am meisten haben, momentan zumindest. Small Biter. So, du hättest gerne Small Biter. 100
100 Stück und ich schmeiß dir die rein, die ich schon mal habe. Und Speedmodule habe ich leider für dich keine. So, und Wasser oben.